Hallo, liebe Strandfigur, und heute gibt es wie versprochen das gesunde Eis für den Sommer, bestehend aus nur 3 Zutaten. Na, dann legen wir mal los. Alles, was ihr für dieses Eis braucht, ist eine ziemlich reife Avocado, 2 ganz normale Bananen, ein bisschen Kokosmilch. Okay, was ihr als erstes macht, ist, dass ihr die Bananen nehmt. Da habe ich ja den neuen Trick, ja, wie ihr das hier so aufmacht. Zack, und dann könnt ihr die Banane ganz einfach öffnen. Für alle die, die die Bananen immer ganz reif essen, für meine frutarischen Freunde, ja, bitte hier kurz wegzuschauen, ja, dass ihr keinen Herzinfarkt bekommt, wenn ich hier die Banane falsch öffne. Schon wieder falsch aufgemacht. Das gibt gleich richtig wieder Probleme, sage ich euch. Mit dem Nährstoffhaushalt. Dann habt ihr hier die Bananen, ne? So, als nächstes nehmt ihr eure Avocado, ja. Die mache ich immer am einfachsten hier mit dem Messer auf. Dann habt ihr hier 2 Hälften. Ich drehe die einfach immer so. Zack. Easy. Ne? So, die hier wird höchste Zeit. Die ist schon an manchen Stellen so ein bisschen braun. Macht aber überhaupt nichts. Die Stelle mache ich einfach ab. Den Rest der Avocado nehme ich mit dem Löffel hier einfach raus. Und gebe sie einfach in die Banane mit rein. Und jetzt fragen sich manche, hä, Avocado in ein Eis, das ist doch voll eklig, soll das denn schmecken? Nun, Avocado selbst ist ja recht geschmacksneutral, aber da es schön weich ist, gibt es eine schöne cremige Masse, wenn man das zu einem Eis verarbeitet, ja. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eure Avocado-Bananenmasse habt, dann könnt ihr die mit der Gabel, ja, hier erstmal schön zerdrücken überall, okay, das mache ich jetzt mal schnell. Und dann mache ich hier oben einfach von der Kokosmilch immer ein bisschen mit dem Löffel. Guck mal, die ist schön weich hier oben. Ein bisschen ab. Ja, also mit dieser oberen Kante vom Löffel. Und dann fällt das hier so locker flockig schon mal rein. Das reicht schon fast. Vielleicht mache ich jetzt noch ein kleines Loch hier rein, dass ich ein bisschen, genau, ein bisschen Flüssigkeit noch bekomme. Nicht zu viel von der Milch. Na, genau, mach das Zeug einfach hier in die Box rein. Das geht auch richtig einfach. Verteilt ihr das ein bisschen in eurer kleinen Form hier. Wandert jetzt einfach für ungefähr 2, maximal 3 Stunden ins Eisfach und dann habt ihr ein wunderbar leckeres Eis, ein gesundes Strandfigur-Eis im Sommer, was richtig erfrischend ist. Probiert's aus. Es sieht zwar nicht aus wie von Mövenpick, aber es schmeckt richtig lecker. Also, ich hau's auch bei Culinaro ins Rezept rein, damit ihr die Nährwerte seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Abonniert den Channel und Peng!